So, und jetzt werden wir erstmal Deckard Cain helfen, die bösen Skelette hier. Hey, ich werde euch retten! Hilfe! Hilfe! Keine Angst, Deckard, wir retten dich! Ich bin ja schön unterwegs. Oh, noch schnell das Geld abgeben, das war richtig, da wird das ab. Ja. Oh, der Kopf war aber. Oha. Der ist aber. Erstmal die kleinen jeden erfahrenen Rollenspieler natürlich. Keine Frage, dass man erstmal die kleinen Gegner reinmacht. So, erstmal einen Heilreifen und macht er uns gleich fertig. Oh, der Stöpper. Und das war schon einer, der für einen Magier, also für einen Zauberer, anfangs ein schwerer Boss. Und da haben wir ein paar schöne Stiefel. Jetzt müssen wir natürlich an, weil wir nämlich noch gar keine haben. Und dann gehen wir mal zu Deckard, sehen, was das so sagt. Hallo. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Ihr lebt. Das Glück ist euch hold, alter Mann. Ich bin hier, um euch zu Lea zurückzubringen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass und Deckard Cain, da kam nämlich gerade von hier hinten aus. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Okay. Wir kommen, Deckard. Und da sind wir gleich. Nach dem Video. Ich habe mein Versprechen gegenüber Lea erfüllt und ihren Onkel Deckard Cain gerettet. Alles, was jetzt noch zwischen mir und dem gefallenen Stern steht, ist der Skelettkönig, der zurückgekehrt ist, um Tristram erneut in Finsternis zu stürzen. So, dann gucken wir mal. Hier ist jetzt Deckard und hier ist Lea. Wir müssen mit Lea sprechen. Onkel, du lebst! Und da freut sie sich. Dank dir und deinem Freund hier. Ja. Unsere Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir über den gefallenen Stern erzählen? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ich werde noch mächtiger. So, das ist mal aufgestiegen auf Stufe 5. Arkane Kugel, wir werden gleich mal nachgucken. Eine neue Sekundärfähigkeit, Arcane. Er schwört eine Kugel aus reiner Energie, die beim Einschlag explodiert. Das werden wir natürlich erstmal austesten, aber ich denke, wir werden uns dann weiter für den Froststrahl entscheiden. So, erstmal ein bisschen bequemer hinsetzen, wenn mir schon ein bisschen mein Rücken weh tut. So, und dann müssen wir natürlich mit Deckard Cain wieder reden. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösen in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leorics Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Edric auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Jetzt müssen wir natürlich rauf zum Schmied. So, da müssen wir hier jetzt lang. Hier war ja vor uns noch so eine kleine Holzbarrikade, dass wir hier nicht langlaufen können. Aber jetzt können wir hier raufrennen. Da können wir erstmal zum Schmied gehen, der jetzt hier oben steht. Und da reden wir mit Patrick. Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau. Sie ist im Keller eingeschlossen, genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ich mach das für dich. Ich weiß, dass es schwierig sein wird, aber sie würde es wollen. Ich werde euch helfen. Ja, natürlich. Hab Dank. So eine liebliche Stimme von unserem Zauberer hier. Und dann sagt, ich werde euch helfen, eure Frau umzubringen. Keller da, verdammt. Oh, das ist wirklich. Habe ich jetzt Angst. Das sind jetzt wieder Ratten. Freunde, es tut mir leid. Was die Smango an dieser Kugel ist, sehe ich gerade, das ist ziemlich viel Arkane und Anschauung. Deshalb werden wir wahrscheinlich erstmal wieder auf den Froststrahl wechseln. Weil der ist jetzt für den Anfang doch. Ich warte immer noch.
Anfang erstmal sehr gut. Was der hier? Da wollte nur sein Schicksal entkommen. So, der Hedrick war schon mal hintergerannt. Den Unbild hat sie aber nicht geschlagen. Was mir dazwischen eingerannt. Und hier ist den Spiel seine Frau. Bitte vergib mir. Hedrick! Hilf mir! Jetzt kotzt die erstmal. Und jetzt ist eine Froststrahl niederbrennen. Brauche mehr Arkankraft. So, was mal einsammeln. Jetzt freut sich bestimmt der Schmied. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Imon. Wenn Zufall so will, suche ich nach König Leoriks Krone. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Okay, und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Na dann gucken wir mal, ob wir vielleicht seinen Lehrling finden, während wir nach dem Friedhof suchen. Und Hedrick. Hedrick! Wir müssen jetzt noch das Tor helfen. Hedrick! Hilf mir! Ah ne, wir müssen selber öffnen. Oh, schade, ich dachte, Hedrick hilft uns. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Haltet die Stellung! Ja, großes Rudel. Das waren die letzten. Er reicht wenig aus als Zauber, aber das macht nichts, wir werden es trotzdem schaffen. So, hier den Dorfbewohner ausrauben. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Lass mal einen Heilrang einwerfen. Wir haben wirklich viel Schaden an uns, weil wir ja, wir sind ja auch ein Magier, der nicht so viel, nicht so viel Rüstung hat. Ja. Wir haben die gefräßigen Untoten umbringen. Aber mal unten hier, was wir finden. Bin geheilt. Hier weiter auf der Suche nach dem Friedhof und nach dem Lehrling. Jetzt sehen wir den Lehrling mit. So. Robuste Schuhe, da ist wieder so ein Schatzbandit, der uns jetzt natürlich viel Geld gibt. Nein! Ich brauche mehr Zeit. Naja. Wir werden bestimmt noch einige von diesen Viechern finden. So. Oder weiter auf der Suche nach dem Friedhof. Jetzt sieht man auch, dass die groteske auch Schaden an deren, in der Umgebung machen. So, ja. Gehen wir weiter auf der Suche nach dem Friedhof. So, jetzt mal Gold. Eine Frostlohe, das ist ja schön. Ah, da ist die Gier trotzdem schade. Eure Verteidigung ist harmlos. Schade, dass er jetzt nicht so eingefroren zerfröselt ist. Das wäre doch jetzt schön gewesen. So, wir suchen mehr weiter nach dem Friedhof. Ah, hier. Lehrling ist tot. Der Lehrling. Ich sollte es ihm sagen. Ist er damit? Hier nehme ich noch ein blaues Schild. Ich kann auch die Kopf aufbauen. Brauche Arkankraft. So, ich werde jetzt bloß noch bis zum Friedhof spielen.